Herzlich willkommen zum EM-Finale 2016. Ich begrüße Sie herzlich zum Spiel Frankreich gegen Deutschland. Zuerst sehen wir die Aufstellung der Deutschen und anschließend die der Franzosen. Nun zur Aufstellung der Deutschen. Im Tor steht Neuer. Die Verteidigung besteht aus Hummels und Boateng. Im Mittelfeld stehen Kroos, Özil und Sané. Im Sturm steht als einziger Müller. Nun zu den Franzosen. Im Tor steht Lloris, in der Verteidigung stehen Mangala und Koscielny, im Mittelfeld stehen Matuidi, Coman und Pogba und in der Sturmspitze steht Griezmann. Die Deutschen haben Anstoß, Müller am Ball, er legt für Kroos ab. Kroos schießt einfach mal aus weiter Entfernung und Tor! Da ist das erste Tor für die Deutschen! Es geht weiter. Frankreich mit dem Anstoß. Coman fängt direkt an zu sprinten, läuft an Sané vorbei, passt den Ball in den 16er und das ist der Ausgleich für Frankreich! Tor! Das 1:1! Es verläuft einigermaßen ruhig. Flanke von Özil auf Müller und Tor! Das 2:1! Das ist die Entscheidung für Deutschland!